Ja, der Mythos ist schon sehr groß und schon mit Ehrfurcht zu betrachten. Es sind sehr viele Geschichten rund um die Streifen und man muss aber als Läufer relativ nüchtern betrachten, weil man darf nicht alles aufschnappen, was so erzählt wird, auch von den älteren Läufern, sondern ich versuche, dass man wirklich dann auf mich konzentriert, also das, dass mir der Mythos der Streifen nicht anwirft. Das ist sehr, sehr speziell. Also die Streif ist eine ganz eigene Strecke, sehr, sehr schnell und schwierig und die ganzen Leute einfach um die ganze Prominenz und alles, was man eigentlich nur im Fernsehen sieht, sind die Woche da im Kitzbühel und schauen das Rennen zu. Und ich freue mich eigentlich immer sehr, wenn ich auf Kitzbühel, wenn ich dabei bin und an den Start gehen kann und mich voll runterstürzen kann und 2 Stunden sein, 30.000, 40.000 Leute, was dazu jubeln, und das ist eigentlich schon cool. Für mich jetzt als Kitzbüchler ist das natürlich ganz was Besonderes. Es ist die ganze Brutalität, die schwierigste Abfahrt der Welt, und dass ich da am Start sein darf und hoffentlich um eine gute Platzierung mitfahren kann, ist natürlich eine super Sache. Es ist jetzt mal wieder aufregend, sagen wir so. Und ein bisschen Respekt musst du sowieso haben, und den hat man von Haus aus. Und es ist, wenn du jetzt ja wieder herkommst, denkst du, ja, letztes Jahr ist sehr super gegangen. Aber es ist halt aber wieder. Fangst du ja wieder von neu an. Der Mythos Streif, ja, schon spektakulär. Und Mythos Streif ist natürlich, gehört natürlich Society und Hype dazu. Es ist einfach wir Gladiatoren, die uns, die sie über die Streife schmeißen, über eisige, rumpelnde Pisten. Das ist der Mythos. Ein einmaliges Erlebnis und schwierig zu beschreiben, und vor allem wenn man während dem Fahren, und speziell wenn man runterkommt zum Zielsprung, wenn man die Leute schreien hört, dann weiß ich eigentlich einmal, was für Stimmung ist in dem Moment. Und es ist natürlich sehr, sehr schön. Es ist auf der anderen Seite schon anstrengend, die ganzen Termine die Woche, aber das ist eh nur einmal im Jahr, und das gehört dazu, einfach zu dem Geschäft.